Ja, es ist sicher so, dass man als Kind, das in Basel geboren ist, den Traum hat, einmal beim FCB zu spielen. Und natürlich ist das erste Spiel hier im Stadion etwas, das man nie vergessen wird. Das ist, geht auch mehr so. Und dann sind sicher x Momente gewesen. Die erste Meisterschaft, die man gewinnen konnte, war ein spezieller Moment gewesen. Champions League Spiel, Manchester hier mit ganz vielen eigenen in der Startformation haben können gewinnen, weiterkommen. Liverpool, das Goal, das sind so viele tolle Momente gewesen. Ich kann gar nicht einen da rausnehmen, es sind wirklich so viele schöne gewesen. Boah, sind einfach unglaubliche Gefühle. Also, das ist halt schwierig, das zu erklären, wenn man das nicht selber erleben kann. Und das ist ein absolutes Privileg. Man denkt in so einem Moment auch an Mitspieler, die man früher hatte, in der Jugend, als ich noch beim FC Asch gespielt habe zum Beispiel. Ich habe gewusst, dass ich auch für sie alle spiele, oder? Weil wir gemeinsam einen Traum hatten und ihr dürft das erleben. Und da geht einem so viel durch den Kopf. Es ist pure Freude. Das ist eben auch im Gedanken bei den anderen, wie wir zusammen gelitten haben und den Traum versucht haben zu verwirklichen. Und ich habe das dürfen jetzt erleben und auch für die anderen, dass die Goal können schießen. Und das sind so sehr spezielle Momente. 13 Minuten vor 9 im Stadion Neufeld in Bern. Der FC Basel ist nach 22 Jahren warten wieder Schweizer Meister. Ende Nummer 28! Marco 20! Der Trainer vom FC Basel ist der Christian Das Errangen vom Meistertitel 2-0 war sicher ein spezieller Moment. Es ist schon eine Zeit her, aber man kann sich natürlich schon erinnern. Es ist einfach ein Stolz. Also man ist stolz, dass man etwas erreicht hat. Und zwar mit der Mannschaft, aber auch mit der ganzen Fangemeinschaft, die darauf gewartet hat, mit dem ganzen Verein, der unglaublich viel investiert hat. Da fällt einem schon eine gewisse Last von den Schultern. Aber auch die Freude, die man selber hätte, immer in einem engen Kreis mit ein paar Mitspielern, wo man befreundet ist, oder im Freundeskreis, wo man das dann auch ein bisschen in einer ruhigen Minute zelebrieren, denke ich, sind auch ganz tolle Momente. Ja. 22 Jahre ist es her, seit dem letzten Titel. Der Kult-Basler in der Reihe vom FCB kann sich noch gut erinnern. Das stimmt, da bin ich als kleiner Bub im letzten Grund gesehen, habe mitgefiebert und mitgejubelt mit den FCB-Fans, bin am Schluss auch auf dem Platz gesehen und bei den Spielern nachgerannt. Der Kreis schließt sich jetzt, aber es geht auf jeden Fall weiter und ich bin auch überzeugt, dass wir jetzt nicht so eine lange Durststrecke werden haben, bis der nächste Erfolg kommt vom FCB. Der Sonderstatus, da haben mir die Fans gegeben. Ich habe nach dem überhaupt nicht gefragt. Ich bin natürlich fast geriert und ich habe überhaupt kein Problem, wenn die Rückennummer einmal freigegeben wird. Es macht einem ein bisschen stolz und es ist ein bisschen etwas Einzigartiges. Aber ich denke, es gibt auch nicht sehr viele Fußballer, die eine ganze Karriere beim gleichen Verein verbracht haben und auch so viele gute, aber auch weniger gute Momente erlebt haben. Als ich als 13-jähriger Bub den Josef Hügia auf dem Landhof schauen wollte, musste ich ein Fläschchen einsammeln. Der hat mich mittlerweile gekannt, hat mir dann dafür ein Billion gegeben und ich konnte dann den Seppe Hügi schauen. Für mich war es ein grosser Idol. Und nachher durfte ich das Gleiche werten in der Stadt. Und das hat mich natürlich überwältigt. Aber es gibt viel schönere Momente, die ich erlebt habe. Zum Beispiel das Göppspiel, wo wir Lugano hatten und hier in Basel sind wir hier in Gang rein und schauen raus und es hat schon 30'000 Zuschauer und dann habe ich gedacht, ich spinne, ich bin in einem anderen Film. Es hat dann aber 56'000 und wir haben 2-1 gewonnen. Das war auch so ein magischer Moment. Dann weiss ich noch einen, wir haben Zürich verloren im Göpp und dann haben wir Zürich wieder gehabt. Und die ganze Schweiz hat gesagt, Zürich macht jetzt Double. Und wir haben hier in Basel gespielt. Wieder vor über 50'000. Und
Dort an diesem Match durfte ich 2 Goal schießen. Wir haben 4-0 gewonnen. Und das war auch so ein magischer Moment. Wir sind dann Meister geworden und haben Zürich das weggenommen, was sie uns eigentlich gestohlen haben im Göpp.